Herzlich willkommen zum heutigen Webinar von Zeixel. Thema heute ist Switching, also eine Produktübersicht im Prinzip, welche Switche wir haben. Es wird jetzt nicht zu sehr ins technische Detail gehen. Es soll wirklich nur dazu dienen, damit Sie so einen ersten Überblick bekommen. Ein paar Grundlagen, was die Modellbezeichnung betrifft. Danach über zum Portfolio, was wir alles an Switchen haben, aber auch hier, wie gesagt, nicht zu sehr im Detail. Dann gehen wir noch ein bisschen auf PoE ein, im Speziellen die Produkte, die wir am meisten verkaufen. Und zu guter Letzt noch die Vorstellung unserer neuen Produktserie, die speziell für IP-Kameras gemacht wurde, mit besonderen Features, also hier relativ neu und mit ein paar besonderen Funktionen, die so ein bisschen herausstechen aus den normalen Switchen, die wir sonst haben. Direkt in Medias Res, die Präsentation, die ist übrigens, der Text oder die Texte sind Englisch, aber wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem. So viel Text ist da nicht und die meisten Sachen sind eigentlich auch Begriffe, die Sie sowohl im Deutschen als auch im Englischen benutzen, also keine Angst hier. Ich werde es natürlich alles auf Deutsch erklären. Zu den Basics, zuerst mal zur Namensgebung. Das heißt, wenn Sie diesen Modellnamen von uns sehen, was bedeutet das im Detail, hilft Ihnen dann direkt zu wissen, um was für ein Gerät es sich handelt. Erstmal die ersten beiden Buchstaben, die Sie bei uns normalerweise sehen, also Modellnamen bei uns sehen in der Regel so aus wie zum Beispiel GS1920-24HP. Die ersten beiden Buchstaben definieren im Prinzip den Port Speed oder die Geschwindigkeit und die Ports, die es gibt auf dem Switch. ES steht für Fast Ethernet, also 100 Mbit. Da gibt es nicht mehr so viele Modelle, die wir haben. Fast alle Modelle, die wir mittlerweile haben, sind zumindest mal GS. GS steht für Gigabit Switch, also 1000 Mbit pro Port. Die nächsten sind XS. XS, also das X, muss man hier eher als eine lateinische 10 sehen, heißt 10 Gigabit Switch, 10 Gigabit, nur 10 Gigabit. Dann gibt es noch XGS. XGS heißt Gigabit Switch mit 10G Uplinks. Last but not least gibt es noch MGS. Das sind aber spezielle Produkte. M steht da für Metro. Die gibt es auch als MES-Varianten, zum Beispiel mit Fast Ethernet GS in dem Fall, wie oben schon erwähnt, Gigabit. Sind spezielle Produkte für Service Provider. In der Mitte sehen Sie dann normalerweise die Seriennamen, da komme ich dann später dazu, also da gibt es dann 1200 oder 1900 oder 2210. Am Ende sehen Sie dann normalerweise eine Zahl, die steht für den Port Count, also ein 24 wäre zum Beispiel ein 24-Port-Switch. Wenn Sie 48-Port sehen, ist es dann logischerweise 48-Port-Switch. Und ganz am Ende kommt dann ab und zu ein P oder ein HP, das steht für Power over Ethernet, wobei auch hier eigentlich so ziemlich alle Switche, die wir haben, haben nur noch HP am Ende. HP steht für High Power oder PoE Plus, sprich 30 Watt pro Port. Dazu komme ich noch ein bisschen später. Manchmal sehen Sie auch ein F am Ende und F heißt ein Fiber Switch. Also das heißt, wenn Sie 24F am Ende sehen, heißt das, dieser Switch hat 24 SFP-Ports in der Regel, also wo Sie dann irgendwelche Glasfasermodule reinstecken können, um eben Glasfaseranbindung zu ermöglichen. Da gibt es oder haben wir nicht so viele Modelle von, also meistens werden Sie dann entweder nur die Zahl sehen für die Anzahl der Ports. Wenn dahinter nichts steht, ist es also ein reiner Switch. Wenn Sie dahinter ein HP sehen, ist es ein PoE-Switch. Und ab und zu sehen Sie ein F, dann heißt es allerdings, das ist ein reiner Glasfaser-Switch. F sollte man vielleicht ein bisschen bedenken, nicht, dass Sie eine F-Variante kaufen, weil Sie logischerweise dann keine Kupferports haben. Eine andere Sache, die wir haben, aber das ist auch relativ allgemein und bei so ziemlich jedem anderen Hersteller auch gültig. Manchmal nennt man es ein bisschen anders Combo Ports. Combo Ports heißt, Sie können den Port entweder als Kupferport oder als Glasfaserport nutzen. Sie nutzen ihn als Glasfaserport, indem Sie entsprechend ein SFP-Modul hineinstecken. Was zu beachten ist, dann wird allerdings auch der Kupferport, der dazugehörige, deaktiviert. Das heißt, Sie können nicht beides gleichzeitig nutzen. Sie können in dem Fall nur entweder oder nutzen. Das ist immer wichtig zu wissen, insbesondere wenn man die maximale Zahl der benötigten
alten Kupferports in Betracht zieht, wenn ein Switch also sagt, er hat 24 Ports plus 4 Combo-Ports, das heißt, er hat in Summe 28 Ports, aber nicht 32, also 4, 24 plus 4 Kupfer plus 4 SFP, sondern nur 24 Kupfer plus dann eben viermal entweder Kupfer oder Glas. Wichtig zu wissen, damit man weiß, wie viele Ports der Switch gesamt zur Verfügung stellen kann. Zu den Fiberports, ich habe es schon eben erwähnt, wenn dahinter ein F steht, sind es überwiegend Fiberports. Das sind zum Beispiel die beiden Geräte, die Sie in der Mitte und ganz unten sehen. Die haben eben diese SFP-Ports. SFP heißt 1 Gigabit Unterstützung, Small Form Factor, Pluggable ist die Abkürzung, aber das ist auch wie gesagt Standardabkürzung. SFP Plus heißt 10G. Wobei man muss hier auch dazu sagen, SFP-Ports, also 1 Gigabit-Ports, unterstützen in der Regel 100 Mbit SFPs und 1G SFPs. SFP Plus-Ports unterstützen 1G und 10G. Allerdings keine 100 Mbit in der Regel. Das sollte man beachten, wobei 100 Mbit Glasfaser eigentlich nur noch sehr, sehr, sehr selten zum Einsatz kommt. Das zu den SFP-Ports. Was Sie vielleicht noch wissen müssen, wir haben keinerlei Einschränkung, Codierung auf den SFPs oder irgendeinem Blocking auf den Ports, dass Sie unbedingt Zeixel Original SFPs benutzen müssen. Nichtsdestotrotz empfehlen wir das natürlich. Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Wir haben ab und zu mal den Fall, dass Kunden bei uns anrufen, haben dann irgendwelche Dritthersteller als SFPs benutzt. Und da gibt es dann Probleme mit dem Link. Dann ist es für uns natürlich extrem schwer, das zu supporten, weil wir natürlich keinen Einfluss haben, was genau der SFP-Hersteller da macht, welche Codes er benutzt, wie die Qualität der Module ist. Wird dann extrem schwer, dass man da irgendeinen Support leisten kann. Aber das ist so ziemlich bei allem so, wenn man da irgendwelche Dritthersteller verwendet. Deswegen, es ist nicht zwingend notwendig, dass Sie unsere SFPs benutzen. Auch andere funktionieren in den Switchen. Aber wie gesagt, wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall, unsere Original-SFPs zu benutzen. Auch wenn es jetzt keine Hardware- oder softwareseitige Codierung auf dem Switch selbst gibt. Kommen wir jetzt zu dem Portfolio im Gesamten. Wie gesagt, es wird jetzt eher so auf die Hardware ein bisschen eingehen. Rudimentärste Softwarefunktionen, aber auch hier nichts im Detail, also keine Angst. Soll Ihnen wirklich nur einen kurzen Überblick verschaffen. Unser Switch-Portfolio ist relativ groß, deswegen auch nicht so detailliert, sonst wären wir morgen noch hier. Starten wir mit der 1200er-Serie. 1200er-Serie ist die erste Serie, die wir haben, die Sie konfigurieren können, webmanaged, also nur über die eingebaute Web-GUI. Hier gibt es vier Modelle: zwei 5-Port, zwei 8-Port, einmal mit und einmal ohne PoE. Grundfunktionen für den Heimbereich oder Soho-Bereich. Natürlich können Sie ein paar VLANs einstellen, rudimentäre QoS-Funktion, also Quality of Service, Port-Priorisierung einstellen. Das ist es dann aber auch im Prinzip. Die PoE-Modelle haben beide bis zu 60 Watt an Gesamt-PoE-Leistung, sind lüfterlos, alle vier Modelle. Das heißt, man kann sie auch irgendwo auf den Schreibtisch stellen oder ins Wohnzimmer, je nachdem, wie die Anwendung aussieht. Viel mehr gibt es darüber eigentlich nicht zu sagen, aber wie gesagt, das ist klassischerweise Endkunden-Soho-Produkt ohne allzu große Anforderungen. Wenn wir dann schon zum richtigen SMB oder SB-SMB-Geschäft gehen, dann kommen wir auch zu der 1900er-Serie. Auch die ist webmanaged, das heißt Konfiguration über die grafische Oberfläche, über die IP-Adresse im Webbrowser. Die Modellpalette ist hier schon um einiges größer. Wir haben also in Summe 2, 4, 6, 7 Modelle. Das fängt an bei 8 Port ohne PoE, mit PoE und geht dann hin bis zu 48 Port, mit und ohne PoE. Die PoE-Leistung fängt bei 60 Watt an bei dem kleinen 8 HP und geht dann bis 170 Watt beim 48-Port-HP. Das reicht also in der Regel schon aus, um relativ viele PoE-Geräte, Telefone, Access Points oder Kameras anzuschließen. Deswegen auch eher was für den SMB-Bereich, wobei auch es mittlerweile durchaus Endkunden gibt, die sich das irgendwo zu Hause in den Keller stellen. Im Prinzip werden alle Funktionen, die man heute hat, die heute gängig sind, unterstützt. Also Spanning Tree, Link Aggregation, Quality of Service, natürlich VLANs, in dem Fall statische VLANs, hat schon Fiber-Uplinks, also Glasfaseranbindungen für längere Strecken. Also eher schon was für den Geschäftsbereich.
Das nächste Modell, das ist allerdings eher so ein Nischenprodukt. Da haben wir Stand jetzt ein Modell XS 1920, wie der Name schon sagt, wie ich vorher schon erwähnt habe. XS heißt Gigabit, 10 Gigabit, lediglich 10 Gigabit. Das heißt, dieses Gerät hat 8 mal 10G Kupfer, um irgendwelche Server Storage anzubinden, sowie dann nochmal 2 mal 10G SFP Plus Ports, um eben irgendwelche Switche per Glasfaser daran anzubinden. Also so ein klassischer kleiner Einstieg Aggregation Switch mit 10G Durchsatz. Die Serie wird noch erweitert. Wir werden Ende 2019 noch zwei neue Modelle bekommen. XS 1930 werden sie heißen. Dann gibt es dann ein Modell mit 12-Port und Multi-Gig-Unterstützung, also 1G, 2,5G, 5G, 10G auf den Kupferports, sowie auch als PoE-Modelle, insbesondere um die neuen AX-Access-Points anzuschließen, die in der Regel schon 2,5 oder 5G auf den Uplink-Ports haben. Kommen wir zu den nächsten Serien. Die größten oder den größten Erfolg haben wir in der 1920er-Serie. Die haben wir jetzt erneuert mit V2-Modellen. Der größte Unterschied zu den 1900ern, es gibt einige hardware-seitig zum Beispiel, haben die Geräte mehr Ports, insbesondere mehr Uplink-Ports. Wir haben auch hier Modelle mit 8-Port bis 48-Port. Allerdings sehen Sie da schon, dass totale PoE-Budget ist schon doppelt so groß, 375 Watt. Ein entscheidender Punkt, und das ist eine der entscheidenden Neuerungen, diese Geräte unterstützen schon unser Nebula Flex. Nebula Flex heißt, Sie können sie entweder klassisch als Standalone-Switche laufen lassen, so wie man es kennt von jedem normalen Switch, oder, und das auch kostenlos, Sie können in einen Cloud-Modus wechseln, wo Sie die kompletten Switche über eine Cloud-Plattform, in dem Fall unsere Nebula-Plattform Nebula Control Center, managen können. Das heißt, Sie können in einer grafischen Oberfläche mehrere Switche gleichzeitig überwachen und konfigurieren. Sie können mehrere Orte konfigurieren, mehrere Organisationen mit mehreren Orten. Das ist natürlich sinnvoll für größere Anwendungen oder wenn Sie sagen, naja, ich will immer wissen, was auf meinem Switch gerade passiert. Ich möchte permanent Konfigurationen machen von jedem Ort der Welt aus. Das können Sie natürlich dann eben über Cloud idealerweise lösen. Weitere Punkte, die Sie hier anders haben, ist, Sie haben ein paar hardware-seitig ein paar andere Funktionen. Zum Beispiel haben Sie einen PoE-LED-Indikator, der zeigt Ihnen die PoE-Nutzung an, mittels entweder verschiedenen Farben oder verschiedenen LEDs, die dann aufleuchten. Dann zeigt der Switch Ihnen an, okay, das und das ist momentan die Prozentauslastung des kompletten PoE-Budgets. Hilft natürlich bei Troubleshooting, wenn Sie dann sehen, dass ein paar Geräte vielleicht nicht mehr booten, wenn Sie dann natürlich sehen, dass der Switch oder der PoE-Anzeige schon auf Rot ist, beziehungsweise schon auf Maximum ist, dann haben Sie ein Problem mit dem PoE-Verbrauch. Zudem gibt es noch einen Hardware-Reset-Button, wobei ich ihn nicht Reset, sondern lieber Restore-Button oder Knopf nenne. Sie haben immer das Problem bei Web-Managed-Switchen, wenn Sie sich irgendwann mal so vorher verkonfiguriert haben, dass nichts mehr geht, dann kommen Sie im Prinzip nicht mehr drauf. Da gibt es keinen Konsolenport, wo man sich dann noch irgendwie durch die Hintertür einloggen kann. Da gibt es natürlich ein paar Debugging-Ports, aber da kommt man als normaler Nutzer nicht so leicht drauf. Das ist dann wirklich was für unser Support und Sie müssten das Gerät theoretisch einschicken. Diese Geräte haben den Vorteil, Sie haben einen Restore-Button und Sie können selber definieren, zu welchem letzten Konfigurationsstand der Switch dann resettet. Das heißt, Sie haben eine Konfiguration, die speichern Sie als gute funktionierende Konfiguration ab. Sollten Sie dann irgendwas verkonfiguriert haben, es geht nichts mehr, können Sie einfach diesen Hardware-Knopf drücken und der Switch wird auf diese definierte Konfiguration zurückfallen. Also nicht komplett auf Werksreset, das heißt, Sie müssen nicht alles nochmal neu machen, sondern auf die letzte funktionierende oder letzte abgespeicherte Konfiguration. Auch sehr vorteilhaft, insbesondere bei Web-Managed. Die Switche bieten mehr Funktionen als die 1900er schon, zum Beispiel dynamische VLANs, Access Control Listen, IGMP Multicast V3 für IPTV-Anwendung. Also wirklich was eher für den SMB-Bereich, Hospitality-Bereich, andere ähnliche Verticals. Und wird auch sehr oft in Projekten genommen als kostengünstiger Ersatz für vollgemanagte Switche. Die Funktionen sind identisch, fast identisch, wie sie bei vollgemanagten Switchen sind. Der Preisunterschied ist allerdings doch relativ deutlich.
XGS 1930-Serie in der Mitte ist eigentlich das gleiche wie die 1920er. Der größte Unterschied hier in dem Fall ist, wie das X vorne schon sagt, dass diese Geräte 10G-Uplinks haben. 10G wird immer bedeutender, wird immer mehr. Logischerweise die Bandbreitenanforderungen steigen. Es gibt immer mehr Server, die 10G-Uplinks bieten. Dafür natürlich die XGS 1930-Serie, um irgendwelche Flaschenhälse bei der Datenübertragung zu verhindern. Vom PoE-Budget ist es hier identisch, 375 Watt bei dem 24 und dem 48-Port-Modell, von den Funktionen relativ identisch und auch hier Nebula Flex, also Sie können entweder als Cloud-Gerät oder als Standalone-Gerät betrieben werden. Da können Sie wechseln, wie Sie möchten. Man macht das natürlich nicht jede Woche. Normalerweise entscheidet man sich am Anfang, wie man es gerne hätte. Dann registriert man entweder als Cloud-Switch oder man lässt ihn als Standalone laufen. Man kann das aber auch jederzeit machen. Wie gesagt, es ist kostenlos, je nachdem, was Sie da auswählen. Ganz rechts sehen Sie die NSW-Serie. NSW-Serie ist oder sind Geräte, die nur über Cloud gemanagt werden können, also reine Projektgeräte im Prinzip für größere Anwendungen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe irgendeine, ja, Endkunden, der hat mehrere Filialen, der will die gleiche Konfiguration in jeder Filiale haben, der will die Überwachung der ganzen Filialen haben, der braucht nur die Cloud-Switche, logischerweise, weil es viel vereinfacht. Dafür gibt es die NSW-Serie. Auch hier gibt es sechs Modelle. Anfangen bei 8 plus 2 Ports, als auch als PoE-Varianten, dann bis hin zu 24 Ports, auch die 24 Port als 24 plus 10G-Varianten, 375 Watt, aber wie gesagt, lediglich über die Cloud managebar, also nicht im Standalone-Modus. Was dabei ist, ist ein Jahr pro Lizenz. Das heißt, wir haben für unser Nebula auch pro Lizenzen. Wenn Sie erweiterte Funktionen haben bei den NSW-Switchen, ist die pro Lizenz für ein Jahr schon inklusive. Kommen wir zur nächsten Slide, dann gehen wir dann über zu den vollgemanagten Switchen. Der einzige, nicht der einzige, aber der größte Unterschied hier ist logischerweise, dass die Geräte neben der Web-GUI auch ein Command-Line-Interface haben, also textbasierende Konfiguration für Scripting oder ähnliches. Hier haben wir verschiedene Serien, einmal die 2210 analog zur 1920er-Serie. Von 8 Port bis 48 Port. Dann geht es zur XGS 2210 Serie. Auch hier wieder zurück zum Anfang. Das X vorne steht dann logischerweise, wer aufgepasst hat, weiß es, für 10G. Das heißt, diese Modelle sind Gigabit-Switche mit 10G-Uplinks. Die XGS 3700er Serie ist schon wirklich sehr projektlastig. Da geht es um Hochverfügbarkeitsnetz. Netzwerke wie Videoüberwachung, Callcenter, Telefonie. Warum ist das so? Weil diese Geräte schon über redundante Netzteile verfügen. Hot-swappable, das heißt, standardmäßig kommt das Gerät mit einem Netzteil. Sie können aber ein zweites Netzteil dazu kaufen, entweder als redundantes Netzteil oder im Fall von PoE, um das PoE-Budget zu erhöhen. Das geht dann, wie Sie lesen können, bis zu 1000 Watt mit zwei Netzteilen. Hier gibt es vier Modelle, 24 und 48 Port mit und ohne PoE, unterstützen auch schon verschiedene Layer-3-Funktionen. Aber wie gesagt, das ist dann wirklich was für SMB, SME-Netzwerke, die besonders viel Wert auf hohe Verfügbarkeit und möglichst wenig Downtime legen. Dann geht es weiter. XS 3700, genauso wie die Modelle vorher. Der einzige Unterschied, auch hier zurück zur Namensgebung, das hier ist ein reiner 10G-Switch. Dann geht es zum XS 3800. Das ist im Prinzip der Nachfolger vom 3700er. Der unterstützt auch schon Multi-Gig-Ports, die ich vorhin erwähnt habe, also 1 Gig, 2,5, 5G und 10G auf den Kupferport. Sehr flexibel, sehr viele Portkombinationen. Sie sehen also hier 8 Combo-Ports, das heißt entweder Glas oder Kupfer. 10G, dazu gibt es dann noch 16 dedizierte Glasfaserports für Gigabit oder 10G und viermal die Kupfer Multi-Gig-Ports. Stacking wird auch unterstützt. Übrigens, Stacking funktioniert bei allen Geräten ab der XGS 2210-Serie. Also da können Sie auch dieses klassische Stacking machen ab der XGS-Serie, weil wir das nur auf den 10G-Uplink unterstützen möchten. Das hat einfach damit zu tun, dass in einem Stack natürlich die Bandbreite oder die Bandbreitenauslastung sehr hoch ist. Deswegen wollen wir nicht, dass wir
Geräte, die rein Gigabit sind, stacken, weil dann können wir nicht sicherstellen, dass alle Funktionen in einem Stack funktionieren würden. Deswegen wir sagen wir Stacking erst oder nur auf Geräten, die mindestens 10 Gigabit Uplinks haben. XGS 4600er Serie, Layer 3 Switche, in der Regel Core Switche für IPTV, IGMP basierte Umgebungen oder andere größere Netzwerke, die schon Layer 3, sprich Routing-Funktionalitäten benötigen. Hier gibt es drei Modelle. Einmal 24 Ports plus 10G Uplinks. Dann gibt es das gleiche als Glasfaser-Variante, wie Sie da hinten durch das F erkennen können. Und dann einen reinen Layer 3 Glasfaser-Aggregation-Switch oder Core Switch mit 48 Glasfaserports und 10G Uplinks. Übrigens alle Modelle, die Sie hier sehen, auch hier gibt es zwei redundante Netzteile. Der Unterschied bei XS 3800 und XGS 4600 ist, dass hier schon die zwei Netzteile fest eingebaut sind. Das heißt, Sie müssen kein zusätzliches kaufen. Wenn Sie so einen Switch kaufen, kommt der automatisch mit zwei Power Supplies. So, das zu den Standardprodukten. Kommen wir noch mal kurz speziell auf PoE zu sprechen. Wie gesagt, PoE sind die Geräte, die wir am meisten verkaufen. Mittlerweile müsste sich das so bei 60% aller Switche beruhen, die wir verkaufen. 60% sind mittlerweile mit PoE. PoE ist natürlich logischerweise ein wachsender Markt, speziell weil immer mehr Access Points installiert werden, die hohe Bandbreiten liefern. IP-Kameras habe ich schon erwähnt. Voice-over-IP, Sicherheits-, Schließsystem an Türen, auch die sind schon IP-basierend und unterstützen PoE. Deswegen steigt natürlich der Bedarf an PoE-Switchen. Wir verkaufen sehr viele davon. Wir haben sehr gute Lösungen, auch im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Deswegen nochmal kurz darauf eingehend. Auch hier ein paar Basics. Also es gibt Stand jetzt im Prinzip drei Standards. Einmal AF, das ist 15,4 Watt pro Port. Dann gibt es den AT-Standard, das ist eigentlich so mittlerweile der gängige, der liefert 30 Watt pro Port. Und da kommen wir auch wieder zurück zur ersten Slide. 30 Watt pro Port würde bei uns die Endung HP bedeuten. Der neueste Standard, das ist der BT-Standard oder auch PoE++ genannt oder Ultra-PoE. Da nimmt jeder so ab und zu mal seine eigene Bezeichnung. Der liefert bis zu 60 Watt pro Port, ist noch nicht so richtig populär, also nicht so richtig massenmarkttauglich. Wird wahrscheinlich mehr nachgefragt werden, spätestens wenn die neuen AX-Access Points kommen, denn viele von denen brauchen schon den BT-Standard. Aber es gibt zum Beispiel auch Kameras, IP-Kameras, die im Outdoor-Bereich eingesetzt werden. Mit Bewegungen und ja, Außenlicht im Prinzip sowie eingebauten Heizungen, die brauchen natürlich höhere Wattzahlen. Auch da gibt es Kameras, die benutzen oder bedürfen den neuen BT-Standard. Wir unterstützen zwei Modi. Einmal gibt es den Classification Mode und einmal gibt es den Consumption Mode. Classification Mode würde bedeuten, dass der Switch mit dem angeschlossenen Endgerät im Prinzip nur den Standard aushandelt. Das heißt, die angeschlossene Kamera oder Access Point würde dem Switch sagen, ich arbeite nach AT-Standard und AT-Standard bedeutet 30 Watt. Der Switch würde dann auf diesem Port 30 Watt reservieren und ihn logischerweise diese 30 Watt von seinem Gesamtpowerbudget abziehen. Das macht nicht unbedingt Sinn, weil die meisten Geräte brauchen gar nicht so viel Watt. So ein Access Point läuft wahrscheinlich auch schon mit 7 bis 8 Watt, VoIP-Telefone noch weniger. Deswegen haben wir den Consumption Mode und der Consumption Mode handelt mit dem angeschlossenen Endgerät aus, wie viel Watt tatsächlich benötigt wird. Er würde also nicht diese kompletten 30 Watt auf dem Port reservieren, sondern vielleicht dann nur 6, 7 oder 8, je nachdem, was das Gerät ihm zurückmeldet. Spart natürlich relativ viel Wattzahl von dem Gesamt-PoE-Budget, ermöglicht Ihnen mehr Geräte anzuschließen, respektive weniger Switche oder weniger große Switche zu kaufen und damit Geld zu sparen. Warum wir trotzdem noch den Classification Mode haben, das ist relativ einfach. Es gibt immer noch Geräte, die handeln diese tatsächlichen oder den tatsächlichen Bedarf nicht richtig aus. Und dann gibt es manchmal Probleme. Das heißt, wenn Sie merken, das Gerät fährt nicht hoch, können Sie immer noch auf Classification Mode umsteigen und dann wird eben die volle standardbasierte Leistung auf den Port geschickt und dann sollte es funktionieren. Wenn die Aushandlung alle sauber läuft, braucht man es natürlich nicht. Dann empfehlen wir immer, Consumption Mode zu
benutzen. Sollte es nicht funktionieren, dann kann man auf Classification-Modus wechseln und dann sind meistens schon viele Probleme gelöst. Standardmäßig ist mittlerweile Consumption Mode bei uns aktiviert. Früher war das anders, also es noch nicht so viele Geräte gab, die diese Aushandlung gut konnten. Mittlerweile sind es fast alle, deswegen ist Consumption Mode standardmäßig aktiviert. Sie können aber über die Benutzeroberfläche oder beim Managed Switchen dann über die Command-Line-Interface können Sie wieder die Ports auf Classification Mode umschalten, um zu sehen, ob Sie damit irgendwelche Probleme lösen können. Jetzt nochmal zu der Gesamtübersicht. Das überschneidet sich natürlich ein bisschen mit dem, was ich vorher gezeigt habe. Wichtigste bei den Switchen logischerweise ist A, der Standard, den Sie unterstützen, PoE-Standard. 99% aller Fälle reicht oder ist es Stand jetzt der HP oder PoE Plus Standard, heißt 30 Watt pro Port. Das unterstützen alle unsere PoE-Switche mittlerweile. Der ist auch abwärtskompatibel mit dem alten 15,4 Watt Standard. Dann ist natürlich wichtig die Portzahl, die Sie brauchen an PoE-Ports. Und last but not least die Anzahl oder die Gesamtwattzahl, die der Switch liefern kann. Und die kann man ganz einfach berechnen, indem man sich denkt, okay, ich habe so und so viele Access Points, die benutzen so und so viel Watt oder brauchen so und so viel Watt, demnach muss ich einen Switch haben, der mal mindestens so und so viel Watt Gesamtleistung zur Verfügung stellen kann. Das sehen Sie auch hier oben gelistet, das fängt dann an bei den anfangs erwähnten 1200 dann, 5-Port-Switchen, beziehungsweise die haben dann 4 PoE-Ports und 60 Watt Leistung, Gesamtleistung, geht dann über zu 77 Watt bei dem 1910 HP und wie dann auch vorher erwähnt, gibt es dann verschiedenste Abstufungen. 375 Watt ist so ziemlich das Größte, was Sie in diesem Bereich finden können, in dem Segment Standalone-Switche, also nicht irgendwelche chassisbasierten Systeme. Da finden Sie selten irgendwas über 375 Watt. In der Regel ist es sogar nur die 170 bis 180, 190 Watt. Wir liefern auf den 1920ern schon 375 Watt. Und darüber hinaus ist es natürlich noch mehr bis zu 1000 Watt mit zwei Power Supplies bei den XGS 3700ern. Wie gesagt, dann müssen Sie natürlich logischerweise noch auf die Softwarefunktionen achten, ob Sie jetzt webmanaged wollen oder vollgemanaged, ob Layer 3 oder ohne Layer 3. Aber die Wattzahl und die Portzahl ist so ziemlich das Wichtigste, was man oder was man beachten muss, wenn man einen PoE-Switch sucht. Zu dem BT-Standard, wie gesagt, es gibt 60 Watt pro Port, da gibt es nicht so viele Modelle. Wir werden mit den XGS 1930ern, die ich vorhin erwähnt habe, werden wir Produkte haben, die BT-Standard unterstützen. Insbesondere um unsere neuen AX-Access-Points auch vernünftig anbinden zu können, auch mit Multigig. Wir werden aber auch jetzt relativ kurzfristig ein Gerät haben, was schon den neuen BT-Standard unterstützt. Da komme ich jetzt gleich zu. Und zwar IP-Surveillance-Switche, das heißt Switche, die speziell für den IP-Kamera-Überwachungsbereich gemacht wurden. Die Serie unterscheidet sich so ein bisschen bis bisschen mehr von unseren klassischen Switchen. Warum ist das so? Wie gesagt, wir haben schon sehr viele PoE-Switche verkauft. Wir haben auch sehr viele PoE-Switche an Kunden verkauft, die Kameras installieren. Und wir haben natürlich auch mit denen gesprochen, wir haben auch mit Kameraherstellern gesprochen und da gibt es so ein paar Sachen, die diese Kunden benötigen, die sie eigentlich nicht in Standard-Switchen, auch nicht in Standard-PoE-Switchen finden. Also haben wir gedacht, naja, dann macht es doch wahrscheinlich Sinn, dass wir diese Funktionen, die besonders nachgefragt werden, in eine spezielle Serie einbauen. Das heißt, wir haben neue Produkte, die man 1300er bzw. 1350er nennt. GS, logischerweise Gigabit, klar, HP, AT-Support, 30 Watt pro Port. Das fängt an mit Unmanaged. Unmanaged ist vielleicht, mag der ein oder andere denken, nicht so populär. Nichtsdestotrotz im Kamerabereich ist das durchaus noch interessant, weil viele Kunden einfach nur einen Switch brauchen, der erstmal Daten überträgt und Strom zu den Kameras liefert. Die brauchen also in dem Bereich überhaupt kein Management. Hier gibt es drei Modelle. Angefangen von 8 plus 2 Ports bis hin zu 24 plus 2 Ports. Ein Unterschied auch hier ist 130 Watt schon bei dem 10 Port und 250 Watt dann bei einem unmanaged 24 Port. Das ist also im unmanaged Bereich schon relativ groß.
Dann die nächsten Modelle, die wir haben, das sind dann schon vollgemanagte Modelle, also WebGUI und Command-Line-Interface. Diese Switche werden Anfang oder ist der Plan ist, dass diese Switche auch Anfang 2020 unsere Nebula Flex-Plattform bekommen. Das heißt, sie werden entweder webgemanagt über Konsole oder bei Wunsch auch über das Nebula Control Center, sprich über die Cloud gemanagt werden können. Der Plan für Nebula Flex ist für 2020, weil unsere Kunden gesagt haben, naja, im IP-Bereich oder im Überwachungsbereich ist Cloud nun nicht ganz so wichtig, ist schön zu haben, wenn man größere Installationen hat, aber Priorität ist erstmal auf anderen Funktionen. Daher kommt die Cloud-Option erst 2020, wird aber kommen. Hier gibt es vier Modelle, angefangen beim 6-Port und der 5, beziehungsweise 5 plus 1-Port und der 5 plus 1-Port, da sehen Sie ganz unten ist auch der erste Switch, den wir haben, der BT-Standard unterstützt 60 Watt. Jetzt kann man allerdings sehen, dass komplett Budget des Switches ist 60 Watt. Das heißt, wenn Sie ein BT-Endgerät haben, können Sie höchstens ein Gerät mit Strom versorgen. Geht dann über zu den bis zu den 24-Port-Modell mit 375 Watt. Kommen wir jetzt zu den Besonderheiten. Neben der Tatsache, dass die Switche schon mal ein anderes Design haben, sie sind also silbergrau, nicht wie dieses Carbon-Design, was wir bei den anderen Switchen haben, hat sogar einen Grund, weil wir uns schon so ein bisschen absetzen wollen von den Standard-Switchen. Das heißt also nicht, dass uns nur die Farbe ausgegangen ist, sondern das hat wirklich einen speziellen Grund, warum wir uns auch farblich von den normalen Standard-SMB-Switchen absetzen. Erste Funktion Extended Range. Was heißt Extended Range? Der Ethernet-Standard sagt, Sie können Kupferverbindungen zwischen Switchen und Endgeräten oder zwischen zwei Switchen maximal über 100 Meter haben. Alles über 100 Meter ist, ich sag mal, genauso gut wie Würfeln, kann funktionieren, muss aber nicht. Deswegen der Standard ist auf maximal 100 Meter definiert. Das ist vor allem im Kamerabereich manchmal etwas wenig, besonders wenn Sie Parkplätze oder Parkhäuser überwachen müssen, wo Sie ganz schnell über diese 100 Meter hinaus können. Die einzige Option, die Sie bis jetzt haben, Sie nehmen sich ein Glasfaserkabel, was teuer ist, zu verlegen und das Kabel selber ist auch teuer. Oder Sie kaufen sich einen zweiten Switch, um darüber eben zu verlängern. Mit Extended Range können Sie Längen bis zu 250 Meter überbrücken über die Kupferleitung, Cat5 aufwärts. Der einzige kleine Nachteil ist, das funktioniert dann nur bis 10 Mbit. Allerdings reicht 10 Mbit aus für normale Videoübertragung. Also selbst Full HD mit entsprechender Kompression braucht selten mehr als 7 oder 8 Megabit pro Sekunde. Vorteil hier ist allerdings, das funktioniert mit jedem Kamerahersteller. Das ist also keine proprietäre Lösung, die nur mit bestimmten Geräten funktioniert. Daher auch 250 Mbit auf 250 Meter auf 10 MB. Wir können das so ziemlich mit jedem Kamerahersteller machen und sind nicht auf bestimmte Modelle beschränkt. Das heißt, wir benutzen da unsere eigenen Mechanismen, aber die passen sich ans Endgerät an und nicht andersrum. Das Endgerät muss sich nicht an unseren Switch anpassen. Beim Unmanaged wird das Ganze über Schalter vorne aktiviert. Da können Sie per Schalterkombination auswählen, welche Ports Extended Range unterstützen können. Bei den vollgemanagten ist es dann logischerweise über die Konfigurationsoberfläche. Der nächste Punkt, Continuous PoE, auch sehr wichtig. Was heißt Continuous PoE? Das heißt im Prinzip, der Switch liefert Strom an die angeschlossenen Geräte, selbst wenn er rebootet. Das ist im Normalfall natürlich nicht so. Wenn der Switch rebootet, schaltet er auch automatisch den Strom ab, den er liefert. Das heißt, alle angeschlossenen Geräte müssen auch rebooten bzw. sind abgeschaltet. Das hat nicht so viel zu tun damit, dass Sie natürlich weiter Video übertragen können, weil je nachdem, wenn es nur eine Netzwerkkamera ist, eine reine Netzwerkkamera, überträgt die natürlich kein Videosignal, wenn der Switch am Rebooten ist, der Switch, an dem es angeschlossen ist. Es sei denn, es hat natürlich irgendeine Backup-Funktion mit SD-Karten, angeschlossene SD-Karten und die Aufzeichnung kann auch lokal auf der Kamera stattfinden. Der entscheidende Punkt ist aber hier, dass Sie sich die Zeit sparen, die die Kameras brauchen zum Rebooten. Normalerweise ist es so, der Switch, aus welchen Gründen auch immer, die Gründe sind hier genannt, neue Config-File oder Factory Reset oder Firmware Update oder vielleicht auch irgendeine Störung, der Switch rebootet. Das heißt, Kameras werden abgeschaltet oder angeschlossene Geräte. Wenn der Switch gebootet hat, was circa, na, sagen wir mal, 2 Minuten dauert, fängt der blockweise an, die angeschlossenen Geräte zu starten. Bis die Kameras dann alle gebootet sind, können dann locker nochmal 10 Minuten vergehen.
Und diese 10 Minuten, bis die Kameras wieder rebootet sind, sparen Sie sich in dem Fall. Das heißt also, das reduziert signifikant die Downtime. Und naja, 10 Minuten oder wenn man noch die Switch Reboot nimmt, ob 13 Minuten ohne Bild oder nur 3 Minuten ohne Bild, das kann schon entscheidend sein, je nachdem, wo die Kameras platziert sind oder was gerade passiert. Daher auch sehr wichtiges Thema, können Sie ganz einfach aktivieren über die Web-GUI. Auf den gemanagten Switchen, auf den nicht gemanagten funktioniert es logischerweise nicht, weil Sie das da nicht aktivieren können. Aber bei den gemanagten Switchen können Sie das aktivieren und der Switch sendet Strom permanent, selbst wenn er selber am Rebooten ist. Nächster Punkt, Kamerastatus. Das heißt, der Switch kann auf der eigenen Web-GUI den Kamerastatus oder den Status angeschlossener Geräte anzeigen. Das heißt, Sie haben einmal so einen Health-Status, je nach Farbe des Punkts, rot, grün oder gelb. Alles in Ordnung, leichtes Problem oder geht gar nichts mehr. Sie sehen den Link, Sie sehen den Stromverbrauch, auch sehr wichtig. Da sind wir wieder zurück bei der Berechnung des kompletten Stromverbrauchs oder wo kann es ein Problem geben. Sie sehen Systemnamen, Sie sehen die IP-Adresse, könnten theoretisch auch direkt über die Switch-GUI auf die IP oder auf die Web-GUI von der Kamera gehen. Sie können auch über den Switch Power Cycle machen, das heißt rebooten manuell, wenn irgendwas passiert. Oder Sie können, sofern das Gerät über LDP das unterstützt, auch ein Reset to Factory Default machen. Allerdings dann zum Werkszustand, falls mal irgendwas nicht geht. Zum letzten Punkt, da haben wir auch eine Lösung entwickelt, auch sehr nachgefragt und sehr gut angenommen von unseren Kunden, die in dem Bereich tätig sind. Und die heißt Auto Camera Recovery. Was macht das im Prinzip? Also grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Der Switch fängt an, die Kameras zu überwachen. Da gibt es zwei Varianten. Einmal LLDP, sofern die Kamera das unterstützt. Sofern die Kamera das nicht unterstützt, geht es immer noch über IP-Adresse, sprich Ping. Und das geht eigentlich immer, weil jede IP-Kamera sollte eine IP-Adresse haben. Und wenn sie keine hätte, dann haben wir sowieso ein ganz anderes Problem. Dann können wir dem Switch sagen, und das sagt dieses Polling-Intervall, wie oft sollst du diese Kamera ansprechen? In dem Fall 20 Sekunden oder unten 10 Sekunden, alle 10 Sekunden. Dann sagen wir der Kamera, dem Switch, wie oft sollst du das machen? Dreimal oder zweimal in dem Fall. Was passiert, wenn du keine Antwort kriegst? Das sind die Actions. Da gibt es einmal Alarm, das heißt, die kriegen eine Nachricht, Syslog-Server in der Regel, irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Oder die zweite Option, sie haben Reboot-Alarm, das heißt, sie kriegen einmal die Benachrichtigung. Und zusätzlich wird der Switch die Kamera rebooten. Auch das wissen wir viele oder wissen viele und aus eigener Erfahrung, manchmal hilft es einfach mal, Stecker raus, Stecker wieder rein, Gerät funktioniert wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon zum Beispiel bei meinem SAT-Receiver machen musste, der auf einmal nicht mehr wollte, einmal vom Strom getrennt und wieder an und alles lief super. Funktioniert bei Netzwerkgeräten in der Regel genauso. Oft ist es ein Problem mit irgendwelchen übergelaufenen Pufferspeichern, MAC-Address-Tables und so und ähnlichen Sachen. Reboot hilft in vielen Fällen. Jetzt ist es natürlich ziemlich doof, wenn die Kamera irgendwo auf dem Parkplatz im Werksgelände hängt und das auf dem Mast, der 30 Meter hoch ist. Da dran zu kommen und den Stecker zu ziehen, vor allem wenn der Switch vielleicht noch nicht so gut zugänglich ist oder abgesperrt, ist natürlich ein bisschen doof. Daher können unsere Switch das automatisch machen. Das heißt, Reboot in Alarm bedeutet, der Switch fängt an zu rebooten. Auch hier gibt es ein bisschen Intelligenz. Wir wollen ja zum Beispiel nicht, dass der Switch alle 20 Sekunden pingt und die Kamera ist aber gerade am Rebooten, weil er sie rebooten lässt und er pingt trotzdem weiter alle 20 Sekunden, weil das würde zu einer recht unschönen Schleife führen. Also können Sie hier sagen, Resume Polling Intervall. Das heißt im Prinzip, wie lange soll der Switch warten, wenn er erstmal anfängt, die Kamera zu rebooten, bis er wieder anfängt zu pingen oder zu pollen. In dem Fall steht hier 600 Sekunden, also 10 Minuten. Normalerweise sollte sie bis dahin gebootet haben. Wie oft soll der rebooten? Das heißt, auch hier wollen wir natürlich nicht, wenn die Kamera wirklich einen Hardware-Defekt hat, da kann man so oft rebooten, wie man will. Es wird nichts passieren. Das wollen wir natürlich nicht, dass der Switch das endlos macht. Also können Sie hier einstellen, wie oft versuchen wir das. Also in dem Fall hier einmal. Last but not least, auch das kennen viele in der Regel, wenn man ein Gerät vom Strom trennt, wartet man, bis alles entladen ist. Also man lässt den Strom erstmal 10 Sekunden weg oder 20 Sekunden, bevor man wieder Strom drauf gibt. Auch das können wir hier an dem Switch einstellen.
Das heißt in dem Fall 10 Sekunden, was hier passieren würde. In dem konkreten Beispiel ist, der Switch versucht, die Kamera alle 20 Sekunden zu pingen. Das versucht er, wenn es nicht klappt, dreimal. Wenn es dreimal nicht geklappt hat, gibt es Reboot und Alarm. Er schaltet den Strom aus, wartet 10 Minuten. Dann fängt er wieder an zu pingen. Sollte das Ganze nicht geholfen haben, versucht er das im Gesamten einmal, also nur einmal, und danach nicht mehr. Sie haben natürlich immer noch die Alarmfunktion, und die Wartezeit zwischen Strom abschalten und Strom wieder anschalten sind in dem Fall 10 Sekunden. Das heißt eigentlich dieses Konfiguration oder diese Konfigurationsoberfläche hier. Wie gesagt, sehr, sehr gut angenommen von den Kunden, weil sie alle wissen, dass ein großes Problem ist, wenn eine Kamera nicht funktioniert, wenn sie auf dem Videorekorder, auf dem Netzwerkrekorder kein Signal mehr haben. Hilft in der Regel nur irgendwo hinfahren, wo die Kamera ist oder hingehen. Im schlimmsten Fall mit einer Leiter irgendwo die Kamera suchen, Kabel ziehen oder vielleicht dann irgendwo zum Serverschrank rennen etc. pp. Da die Kabel ziehen, wobei man auch da wissen muss, welches Kabel hängt an welcher Kamera. Auch nicht immer so leicht. Also alles Funktionen, die sehr gut angenommen sind in diesem Bereich. Last but not least, erweiterter Überspannungsschutz. Das heißt, wir haben einmal ESD-Überspannung, zweifach oder zweimal so groß wie bei Standard-Switchen, sowie den Überspannungsschutz auf dem Netzteil, der viermal so groß ist wie bei Standard-Switchen. Auch hier ist der Grund einsatzbedingt. Oft hängen Kameras irgendwo draußen im freien Feld, irgendwo an exponierten Stellen. Da schlägt natürlich dann im schlimmsten Fall mal der Blitz ein. Das hilft der Kamera nicht, aber wenigstens kann es unseren Switch am Leben halten. Daher der überhöhte Spannungsschutz, erhöhte Überspannungsschutz, um eben unseren Switch besser von solchen, ja, ich sag mal, wetterbedingten Stromschlägen oder Stromspitzen zu schützen. Gut, das war's im Prinzip hier nochmal die Komplettübersicht. Also nochmal drei Unmanaged-Modelle, vier Gemanaged-Modelle, nochmal die Key-Features. Alle haben übrigens bis auf den 6-Port interne Netzteile. Auch das wurde verlangt von den Kunden, weil es denen lieber ist, als irgendwo im Serverschrank noch ein externes Netzteil unterzubringen. Beim 6-Port ging das bauartbedingt nicht. Dann müsste der Switch doppelt oder dreimal so groß sein, wie er jetzt ist. Das sieht dann ein bisschen unschön aus. Bei allen anderen Modellen haben wir eingebaute Netzteile. Gut, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wie gesagt, eine kurze Übersicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger war. Das liegt aber einfach daran, dass unsere Modellpalette doch relativ breit ist. Ist aber versucht, so kurz zu fassen wie möglich. Sollten Sie natürlich noch irgendwelche Detailfragen zu Funktionen oder Ähnlichem haben, stehen unsere Kollegen im Support oder im Sales Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung, und hoffen, dass Sie Ihnen dann weiterhelfen können. Deshalb von meiner Seite aus war es das. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hoffe, dass ich Sie bald wieder höre und einen schönen Tag noch. Wiedersehen. Tschüss.